Es ist 16:35 Uhr und wir freuen uns sehr, dass Sie Interesse an unserer Präsentation haben zur Netzwerkbildung Digitale Lehre in Berlin. Meine Kollegin Martina Mauch von der Berliner Hochschule für Technik und meine Wenigkeit Caroline von Köckritz von der Freien Universität Berlin freuen uns über Ihr Interesse. Wir haben Zeit, in der nächsten halben Stunde die Vorstellung unseres BHDL-Netzwerkes vorzunehmen. Martina, möchtest du dich kurz zur Einleitung vorstellen? Sehr gerne, Caroline. Ja, mein Name ist Martina Mauch. Ich bin die Referentin zur Digitalisierung in der Lehre an der Berliner Hochschule für Technik und leite dort das Kompetenzzentrum Digitale Medien. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu meiner Person. Seit 2008 bin ich schon im Bereich digitale Lehre und digitale Medien unterwegs und versuche, die Neugestaltung der Lehre in diesem Bereich voranzubringen. Das heißt, ich berate, unterstütze und qualifiziere Lehrende zu diesem Thema an Hochschulen und ich vermittle Studierenden digitale Kompetenzen. Da ich viel in Brandenburg aktiv war vor einiger Zeit, habe ich dort 2011 das E-Learning-Netzwerk Brandenburg mitgegründet. Und ja, ich bin jetzt dann nach Berlin sozusagen beruflich gewechselt und konnte mit einigen Kollegen, unter anderem auch Caroline, im Januar 2020 dieses Netzwerk, Berliner Hochschulnetzwerk Digitale Lehre gründen. Caroline, magst du auch was zu dir sagen? Dankeschön, Martina. Caroline von Köckritz, wie gesagt, mein Name. Ich bin tatsächlich seit über 20 Jahren am Center für digitale Systeme der Freien Universität Berlin, mittlerweile ein Teilbereich der Universitätsbibliothek, beschäftigt. Also das Gebiet, was ich mit koordiniere, beschäftigt sich mit der Beratung, insbesondere von Lehrenden, aber auch allen weiteren Universitätsangehörigen mit Blick auf digitales Lehren und Lernen. Mein persönlicher Fokus liegt dabei auf internationalen Vorhaben und Projekten sowie internationalen Konsortien, wie beispielsweise unser europäisches Konsortium UNA Europa. Martina Mauch und ich haben das große Vergnügen, Ihnen heute BHDL zu präsentieren. Wir beide sind auch nicht nur die Speakerinnen heute, sondern auch die Sprecherinnen unseres Netzwerks. Martina ist die erste Sprecherin und ich bin die stellvertretende Sprecherin. Wir werden BHDL im Rahmen eines Interviews zwischen Martina und mir Ihnen versuchen näher zu bringen. Wir haben uns dafür etwa 20 Minuten Zeit eingeplant, damit wir am Ende auch mit Ihnen ins Gespräch und in die Diskussion gehen können. Bevor wir starten, erst ein kurzer Hinweis noch ein paar Housekeeping-Hinweise hier zur Nutzung dieser Oberfläche, die uns allen vermutlich auch gleichermaßen neu sein wird. Wir möchten Sie bitten, wenn Sie während unseres Gesprächs Fragen haben, können Sie diese gerne schon mal in den Chat schreiben, damit wir die am Ende nicht vergessen. Sie haben auch hier ganz unten die Handhebefunktion. Sie können auch über die Feedback-Funktion den Daumen heben, wenn Sie das möchten. Bei persönlichen Fragen bitte natürlich per Mikrofon. Und wir möchten Sie bitten, angesichts der Zeit, dass Sie ganz kurz und knapp und prägnant Ihre Fragen oder Rückmeldungen formulieren. Bevor wir in unser Interview einsteigen, haben wir drei Abstimmungsfragen für Sie vorbereitet. Und zwar in der ersten Frage möchten wir gerne wissen, ob es in Ihrem Bundesland Ihres Wissens ein Netzwerk für digitale Lehre gibt. Wir freuen uns, wenn Sie sich da gleich direkt beteiligen. Ganz herzlichen Dank.
Da ruckelt jetzt noch ein bisschen was nach. Das sieht sehr gut aus. Dann die zweite Frage lautet, wenn es denn ein Netzwerk gibt, sind Sie Teil dieses Netzwerks? Und wenn Sie tatsächlich Teil dieses Netzwerks sind, dann schreiben Sie uns gerne den Namen Ihres Netzwerks hier in den Chat. So, ganz herzlichen Dank. Da ist auch noch ein bisschen Bewegung drin. So, dann würde ich diese Abstimmung auch direkt schließen. Und wir kommen zur dritten Frage, die lautet, von welcher Berliner Hochschule sind Sie, wenn Sie denn von einer Berliner Hochschule sind? Und dann schreiben Sie uns bitte auch direkt die Frage wieder in den Chat. Die Antworten und Rückmeldungen nehmen wir am Ende in die kurze, knappe, prägnante Plenumsdiskussion auch mit auf. So, ganz herzlichen Dank. Dann, da ist auch keine Bewegung mehr drin, würde ich auch diese Umfrage schließen. So, ganz herzlichen Dank erstmal für Ihre Beteiligung. Dann starten Martina und ich mit unserem Interview, was Ihnen die Aktivitäten des BHDL näher bringen soll. So, Martina, wie kam es überhaupt zur Netzwerkbildung sind ja tatsächlich die staatlichen, konfessionellen Hochschulen in Berlin? Vielen Dank für die Frage, Caroline. Vielleicht erstmal ein Blick auf die Zielgruppe unseres Netzwerks. Also was sind Mitglieder im Rahmen unseres Netzwerks? Das sind die Ansprechpersonen, also die Experten und Expertinnen aus den Arbeitsbereichen digitales Lehren und Lernen an den Berliner Hochschulen. Diese Personen, die sind zusammengekommen, um gemeinsam in einen Austausch im Rahmen eines Netzwerks zu treten. Und warum haben wir uns gebildet? Es gibt ja jetzt mittlerweile schon so viele Netzwerke. Man kann sich ja auch theoretisch anderen Netzwerken anschließen. Uns ist es besonders wichtig gewesen, den regionalen Fokus, also die Rahmenbedingungen im Land Berlin, unter denen wir arbeiten, die wir zu berücksichtigen haben, dass das halt unser Schwerpunkt ist, dass das immer der Blick ist, der für uns wichtig ist. Das heißt, wir sind ein informelles Netzwerk, tauschen uns über die wichtigen Themen zur digitalen Lehre aus, vor dem Hinblick der Berliner Spezifika. Jetzt sind wir natürlich auch mit Blick auf dieses University Future Festival immer noch bei der Frage, was passiert sozusagen postpandemisch? Das Netzwerk wurde ja tatsächlich vor März letzten Jahres, als wir alle in die volldigitale Lehre gegangen sind, gegründet. Willst du noch ganz kurz was über die Entstehung in diesem Kontext sagen? Ja, tatsächlich. Wir haben uns ja zu dritt mal zusammengesetzt, weil wir uns ja schon vorher kannten. Also wir beide und noch eine Kollegin, die Heike Müller-Sekin von der TU Berlin, weil wir gerne ein Auftakttreffen veranstalten wollten, um zum einen zu klären, gibt es überhaupt einen Bedarf für ein weiteres Netzwerk und was könnten denn die Ziele dieses Netzwerks sein? Das fand auch im Januar 2020 statt und dies damals tatsächlich auch schon auf reges Interesse. Aber die inhaltliche Arbeit unseres Netzwerks begann eigentlich zu Hochzeiten der Pandemie. Also wirklich als dann die schnelle Umsetzung von Präsenz in Online-Lehre ja an den Hochschulen zwingend erforderlich war. Und von da an tagten wir eigentlich sehr regelmäßig. Das ist richtig. Weil wie sind denn daraus auch natürlich mit vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens die Anforderungen und Wünsche der Netzwerkmitglieder gewesen und in welche Ziele ist es dann sind diese dann im Netzwerk und der Netzwerkbildung geflossen?
Ich habe hier mal aus unserer Auftaktveranstaltung ein paar Themen mitgebracht, die sich damals die Mitglieder gewünscht haben. Ich möchte die jetzt nicht alle durchgehen. Das war so eine Kartenabfrage, sieht man hier noch auf dem Bild. Aber Sie sehen ja auch schon, wie viele Themen uns damals schon beschäftigten, also von Blended Learning Konzepten hinsichtlich des Erfahrungsaustauschs. Wir wollten Befragung und Wirkungsforschung betrachten. Ich greife jetzt mal hier in die Mitte weiter, dass denn auch der Finanzierung auch eine wichtige Rolle in unserem Bereich spielen, aber auch die Stärkung der Rahmenbedingungen, ja, die ja auch immer wieder wichtig sind. Aus diesen Themenwünschen, die in dieser Auftaktveranstaltung zustande gekommen sind, kann man eigentlich sagen, dass sich 5 Ziele abgeleitet haben. Einmal kommen wir zusammen, um uns regelmäßig auszutauschen in Bezug auf Erfahrungen, Expertise, aber tatsächlich auch in Bezug auf Materialien, Unterrichtskonzepte, die wir auch gegebenenfalls dann teilen, wenn das Sinn macht. Dann kommen wir zusammen, um über aktuelle Themen, die im Land Berlin wichtig sind, also wirklich auch die Informationen, die im Land zwischen den Hochschulen und vielleicht auch der Senatsverwaltung kursieren, dass man up to date ist. Das wäre sozusagen dann die Information. Dann ist uns auch die strategische Ausrichtung wichtig, dass wir überlegen, welche mediendidaktischen, technischen und auch strategischen Herausforderungen gibt es immer wieder in diesem Bereich. Also der Punkt die Gestaltung der Zukunft, ja, könnte man als drittes Ziel nennen. Als viertes Ziel würde ich sagen, dass wir auch schauen, ob wir Arbeitsgruppen gemeinsam bilden und Kooperationen initiieren, also dass wir halt wirklich auch Gemeinschaftsprojekte durchführen. Das wäre jetzt, sag ich mal, so vier Ziele. Und das letzte ist natürlich die Vernetzung, nicht nur innerhalb von den staatlichen und konfessionellen Hochschulen in Berlin, sondern auch national und international, dass wir uns halt auch anderen Netzwerken anschließen, die gleiche Thematik bearbeiten. Das ist richtig. Und daraus natürlich auch gleich die nächste Frage. Wie ist die Arbeitsweise des Netzwerks? Das sind natürlich hehre Ziele, die da adressiert werden. Aber wie sieht das jetzt ganz rein organisatorisch aus? Ja, also als Netzwerkplattform nutzen wir digital einen Moodle-Kurs an einer Hochschule, um dort halt digital kommunizieren zu können. Wir veranstalten regelmäßige Treffen, das heißt alle 4 bis 6 Wochen 2 Stunden, sodass wir als Mitglieder uns austauschen können. Es gibt aber auch bei Bedarf Zusatztreffen, um Themen zu vertiefen. Naja, und dann gibt es ja auch persönliche Absprachen, persönliche Treffen zwischen einzelnen Mitgliedern. Das ist sozusagen das Organisatorische. Und die Arbeitsweise, die, das hatten wir gerade im letzten Treffen uns auch nochmal reflektiert, die wird als sehr strukturiert beschrieben und effizient. Es gibt immer von uns beiden Sprecherinnen eine Vorbereitung des Netzwerktreffens mit einer Agenda. Es wird sehr gut moderiert und wir haben gutes Zeitmanagement, sodass in dieser Sitzung, wo wir uns treffen, ja eigentlich auch immer gut die Themen behandelt werden. Und ein Thema, nämlich die Berichte aus den Hochschulen, das wird immer als sehr fruchtvoll angesehen, dass wirklich jede Hochschule in Berlin, die in dem Netzwerk vertreten ist, zu einem bestimmten Thema berichtet, wie der Stand der Dinge ist. Ja, so ist die Organisation und Arbeitsweise des Netzwerks. Das ist ziemlich stringent. Das ist allerdings richtig, weil wir natürlich alle auf unsere doch immer knappen Zeitkontingente gucken müssen. Jetzt hast du gerade schon grundsätzlich die Themen auch als Themen aus den Hochschulen angesprochen. Mit welchen inhaltlichen Aspekten hat sich das Netzwerk in der Vergangenheit befasst, in der knappen Zeit seit der Gründung? Ja, also es ist tatsächlich, ich habe mal die ganzen Sitzungen, bin immer durchgegangen und habe mir die Agenten nochmal angeguckt. Es war wahnsinnig viel los. Klar, das ist natürlich an jeder Hochschule so gewesen, aber auch im Netzwerk. Ich habe die hier mal auf einer Folie zusammengetragen. Ich möchte jetzt nur stichpunktartig mal durchgehen. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, aber wir können gerne auch im Nachgang sonst das nochmal zur Verfügung stellen. Natürlich stand am Anfang der Prozess der Namens- und Logofindung des Netzwerks auf dem Programm. Dann ging es aber tatsächlich relativ schnell um Themen der Umstellung von Präsenz- und Online-Lehre unter Pandemiebedingungen. Aber auch, wie berücksichtigt man so einen Hygieneplan unter Pandemiebedingungen in der Lehre? Wie überprüft man 3G-Regeln, die Raumorganisation, wenn wir über hybride Lehre sprechen? Oder Semestervorbereitung, wie läuft das an den einzelnen Hochschulen?
wie sind digitale Informationstage oder auch der digitale Semesterstart getaktet. Ich springe jetzt mal ein paar Punkte weiter. Die hybride Lehre hat uns sehr beschäftigt in dem Bereich Technik, in dem Bereich Moderation, aber halt auch, was muss man rechtlich beachten? Das ist gerade dieses Semester ein großes Thema gewesen. Aber natürlich interessiert uns auch oder haben uns auch ausgetauscht, wie kann man denn die Online-Kommunikation und Interaktion fördern? Wie können denn gut Lehrende die Studierenden bei der Online-Betreuung begleiten? Wie sieht sowas aus? Das haben wir vor allen Dingen, ich springe jetzt mal ein paar Punkte weiter, ich bin jetzt auf der rechten Seite, durch die an den Hochschulen durchgeführten Lehrenden- und Studierendenbefragungen abgeleitet. Fast jede Hochschule in Berlin hat tatsächlich das für sich durchgeführt und im Rahmen der Netzwerktreffen gab es da einen regen Austausch, dann sozusagen auch die Lessons learned aus den Befragungen haben wir dann gleich wieder in unsere Arbeit einfließen lassen. Darüber hinaus gab es auch etliche Förderprogramme innerhalb vom Land Berlin, aber auch natürlich deutschlandweit. In Berlin haben wir uns ausgetauscht zu den 3 Soforthilfeprogrammen, die das Land Berlin zur Verfügung gestellt hat. Die wurden Virtual Campus 1, 2, 3 genannt. Ja, da ging es vor allen Dingen um Beschaffung, Hard- und Software, aber man konnte auch konsumtive Mittel ausgeben. In Berlin gibt es auch ein Programm, das nennt sich Qualitäts- und Innovationsoffensive. Das ging in die 2. Förderphase. Man konnte einzel- und hochschulübergreifende Projekte einreichen. Da haben wir uns ausgetauscht. Vor allen Dingen der Punkt hochschulübergreifende Projekte ist natürlich im Rahmen eines Netzwerks auch interessant. Und diese Einreichungen sind ja auch noch gar nicht abgeschlossen. Also da kann man tatsächlich auch noch weiter schauen, wo das Netzwerk eine Rolle spielen wird. Und wir haben uns, obwohl wir, ja, das finde ich, fand ich wirklich eine sehr erstaunliche Netzwerktreffen, wir haben uns tatsächlich ausgetauscht, auch zu dem Thema Förderprogramm Hochschullehre durch Digitalisierung stärken. Ich meine, wir stehen natürlich alle trotzdem in Konkurrenz, aber wir haben uns dahingehend ausgetauscht. Gibt es ein Einzelprojekt, eine Einreichung zum Einzelprojekt, zum Verbundprojekt, was sind die Themen? Ja, also es war sehr interessant, was da die Hochschulen vorbereitet hatten. Dann springe ich mal noch ein paar Punkte weiter. Wichtig ist natürlich auch in dieser, ich sag wirklich jetzt mal harten Zeit, die motivierenden Worte in Bezug auf Arbeitsbelastung und Durchhaltevermögen, ja, dass wir Hilfegesuche und Hilfeangebote von den einzelnen Mitgliedern auch ausgetauscht haben. Und wir haben uns auch im Rahmen des Netzwerks entschlossen, einem Memorandum of Understanding der Bundesländerinitiativen anzuschließen und sind dort halt auch ein bisschen aktiv geworden. Ja, und schlussendlich haben wir diesen Beitrag im Netzwerk vorbereitet. Da sind wir jetzt angelangt. Das waren jetzt anderthalb Jahre auf einer Folie zusammengefasst. Das hast du ziemlich gut hingekriegt. Da das natürlich auch sehr, sehr diverse Themen sind, mit einer ganz, ganz großen Bandbreite, schließt sich da jetzt auch wieder die Frage an, naja, wie wird das geschafft mit den insgesamt natürlich sehr engen zeitlichen Ressourcen und da natürlich gleich anschließend die Thematik, na, wie sehen denn die Erfolgskriterien in und für das Netzwerk sowie jedes einzelne Mitglied in diesem Netzwerk aus? Ja, das haben wir uns natürlich gefragt und ein Netzwerkmitglied hat tatsächlich auch an dem Think Tank der Stiftung Innovation in der Hochschullehre teilnehmen können, wo es genau um diese Frage auch ging. Ja, also welche Erfolgsfaktoren haben wir eigentlich Netzwerke? Ich habe hier mal links auf der Folie die Dokumentation von diesem Think Tank mitgebracht und es ähneln sich natürlich die Erfolgskriterien. Aber für uns ganz wichtig, das möchte ich natürlich auch nochmal herausstellen, ist der vertrauensvolle und kollegiale Austausch in einem hierarchiefreien und geschützten Raum. Wir gehen sehr wertschätzend miteinander um. Wir informieren, unterstützen und teilen. Und schlussendlich schont das ja auch unsere eigenen Ressourcen. Ja, also wenn wir wissen, an bestimmten Hochschulen wurde dieses Thema schon mal intensiv bearbeitet, dann kann man sich natürlich da gut auch austauschen und gegebenenfalls auch unterstützen. Wir sind alle sehr intrinsisch motiviert, deswegen hält das vielleicht auch schon ganz gut. Aber wichtig ist natürlich, wir haben ein gleiches Arbeitsumfeld, wir haben ähnliche Aufgabenbereiche und arbeiten alle unter den gleichen Rahmenbedingungen an unseren Berliner Hochschulen.
Wir sind sehr vielfältig im Netzwerk und haben tatsächlich eine hohe Expertise der Mitglieder zu verzeichnen. Manche kannten sich auch schon vorher, sodass da ein guter Zusammenhalt im Netzwerk zu finden ist. Und es gab schon Überlegungen zu Gemeinschaftsprojekten. Das sind dann so Teilkooperationen. Also innerhalb eines Netzwerks können auch wieder Unterteilprojekte entstehen. Und Caroline, ich habe auch mal kurz nachgedacht, man spricht immer von Erfolgsfaktoren. Ich bin auch Kommunikation- und Verhaltenstrainerin und kenne diese Kopfstandmethode. Wenn wir mal überlegen, was wären denn Gefährdungsfaktoren? Welche Faktoren würden eigentlich unser Netzwerk sprengen? Weil dann findet man eigentlich die richtig wichtigen Erfolgsfaktoren. Und ich würde sagen, das ist bei uns wirklich dieser vertrauensvolle Umgang, aber absolut, auch die konstruktive Arbeitsweise. Richtig. Absolut, genau. Und das hat uns tatsächlich auch gerade in dieser Extremsituation seit März letzten Jahres sehr, sehr eng zusammengebracht. Und wir hatten tatsächlich Netzwerkmitglieder, die, ich sag das, also ne, wie man das ganz global auch ausgedrückt hat, mit Blick auf die Hochschulen ins eiskalte Wasser geworfen wurden. Und da hat uns dieser sehr vertrauensvolle Austausch und Umgang miteinander auch sehr, sehr helfen können. Ganz kurz noch, auch nochmal mit Blick auf die pandemische Situation. Naja, welche Herausforderungen ganz besonders gab es im Netzwerk? Da habe ich jetzt eins schon genannt, also dass es tatsächlich Kolleginnen gab, die auch ganz neu für ihre Hochschule in dieser besonderen Situation was komplett Neues völlig aus dem Boden stampfen mussten. Und wie sieht es aus, wenn wir jetzt sozusagen in die Postpandemie nochmal schauen? Was werden die Zukunftsthemen sein? Ja, ich habe hier nur mal in der Folie nochmal gezeigt, das sind so ein paar persönliche Mehrwerte, die können Sie sich gerne durchlesen. Wenn wir jetzt tatsächlich in die Zukunft blicken, dann stehen wir natürlich alle vor der Herausforderung, diese strategische Entwicklung der Lehre zu betrachten. Wie wollen wir diese Flexibilität der Lehre, die wir im Rahmen der Pandemie ja erlebt haben, an unseren Hochschulen zukünftig etablieren? Und zu diesen strategischen Entwicklungen wollen wir uns austauschen. Aber natürlich bleiben Themen wie Online-Prüfung, Barrierefreiheit der Online-Lehre, aber auch Sachen wie die Lehrverpflichtungsverordnung oder unser neues Berliner Hochschulgesetz auf jeden Fall Themen, die wir in diesem Hochschulnetzwerk behandeln werden. Aber auch Sachen wie Studierendenzentrierung oder Digital Literacy der Lehrenden, das sind Sachen, die wir auch auf jeden Fall ansprechen und diskutieren wollen. Ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, diese Zitate, die wir hier sehen, die sind ein grober Umriss dessen, wie sich tatsächlich unser Netzwerk in dieser vertrauensvollen und auch, das darf man nicht vergessen, bottom-up Herangehensweise auch gefunden hat. Das kam, also es war nicht so, dass jemand von oben jetzt gesagt hätte, also ihr Lieben, gründet euch jetzt mal, sondern das ist tatsächlich eine Initiative, die von den jetzigen Mitgliedern auch gestartet wurde in der, wie Martina schon so gut beschrieben hat, in dieser Ausrichtung. So, wie kann man denn das Netzwerk nun kontaktieren? Ja, am besten schreibt man entweder an mich oder an Caroline. Wir sind ja die Netzwerksprecherin. Also wenn es jetzt hier Personen gibt innerhalb von Berlin, die auch gerne in diesem Arbeitsbereich tätig sind und auch dann als Mitglied gerne bei uns tätig sein möchten oder mit diskutieren möchten, die schreiben einfach uns eine Mail und dann kommen wir in Kontakt miteinander. Ganz prima. Vielen, vielen herzlichen Dank, Martina. Zu dieser Aufnahme in das Netzwerk würde ich vielleicht jetzt gerade noch kurz ergänzen, da die Hochschulen, also es sind, wie wir auf der ersten Karte gesehen haben, noch nicht tatsächlich alle staatlichen und konfessionellen Hochschulen vertreten. Diejenigen Hochschulen, die vertreten sind, sind über die genannten Personen auch Teil dieses Netzwerks. Und das heißt, diese Personen wären dann für ihre jeweiligen Hochschulen auch direkt die Kontaktpersonen für das Netzwerk selbst. Was wir tatsächlich also in der Ausrichtung unseres Netzwerks erstmal nicht anstreben, ist, dass sich aus den Hochschulen jetzt also Personen mit großem Interesse auch melden und sagen, oh, wir wollen da jetzt immer dabei sein, denn das wird schlichtweg sozusagen die Kommunikationsfähigkeit einschränken aus unserer Sicht. Das ist im Moment tatsächlich so, wie wir uns das Netzwerk denken und
vorstellen. Ich habe jetzt hier im Chat keine direkten Fragen gesehen. Ich habe gesehen, dass es viele Berliner Kolleginnen und Kollegen gibt, die tatsächlich auch schon Teil von BHDL sind und Personen, die anderen Bundeslandnetzwerken angehören. Zum Beispiel das eTeach-Netzwerk Thüringen haben wir hier gesehen, HNDBW ist auch vertreten. Das heißt also, diese Netzwerke, das noch kurz zur Ergänzung, Martina, ich weiß, du hattest da sogar auch eine Folie vorbereitet. Das heißt also, Personen aus dem BHDL-Netzwerk sind auch wiederum in anderen Netzwerken vertreten. Genau, das sieht man hier. Das sind die Abkürzungen von diesen vielen Gesellschaften. Das ist wirklich wunderbar. Es überlagert sich und man kommt in einen guten Austausch, weil jeder sozusagen ein bisschen in einem anderen weiteren Netzwerk tätig ist. Also von der GMW über DAAD, HFD, die ganzen Abkürzungen kennen Sie wahrscheinlich, DGHD. Das heißt, nicht eine Person ist in allen Netzwerken drin, sondern die verschiedenen Mitglieder sind in verschiedenen Netzwerken drin und das macht diese Vielfalt unseres Netzwerks aus und man kommt dahingehend auch immer gut an Informationen entsprechend dieser Ausrechnung ran. Vielen Dank, Martina. Da ist die Folie jetzt auch noch gut zur Geltung gekommen. Ich danke dir. Gibt es von den Teilnehmenden dieser Session direkt Rückfragen an uns? Sie dürfen sich gerne mit Mikrofon äußern, mit Bild und Ton äußern und natürlich auch gerne per Chat, wenn Sie das möchten. Wir liegen ganz hervorragend in der Zeit, wir haben noch 3 Minuten. Keine weiteren Fragen soweit. Möchte vielleicht eine Person aus unserem Netzwerk noch was über die eigene Motivation, Teil dieses BHDL-Netzwerks zu sein, sich äußern? Das fänden wir jetzt natürlich ganz toll. Das war nicht abgesprochen jetzt. Nein, das war nicht abgesprochen. Das machen wir jetzt ganz spontan. So wie das Interview, das war auch ganz spontan. Ich sehe hier einen gehobenen Daumen von Anne. Hier ist eine Frage. Sind die Treffen stets ein freier Austausch oder gibt es eine Art Agenda für jedes Treffen? Es wird immer vorbereitet. Vorbereitet heißt, wir fragen in das Netzwerk herein, welche Themen wir auf der nächsten Sitzung diskutieren wollen oder beim nächsten Treffen. Und dann stricken wir eine Agenda und in dem Treffen versuchen wir uns möglichst an die Agenda auch zu halten, damit wir in einem Zeitrahmen bleiben. Ja. Und aber innerhalb der Themen, die gesetzt sind, gibt es natürlich einen sehr freien und offenen Austausch. Und alles, was in unserer Sitzung besprochen wird, bleibt in dem Raum auch. Also es ist wirklich auch ein vertrauensvoller Umgang. So ist das. Dankeschön. Die nächste Frage, welche Rolle spielen Studierende? Ja, wir hatten bei unserem konstituierenden Treffen noch im Januar letztes Jahr tatsächlich eine Studentin dabei, die wir explizit auch eingeladen hatten. Wir haben dann in der Organisation durch die Pandemie hindurch tatsächlich keine Studierenden mehr explizit einladen können, aufgrund eben der, ich sag mal, stressigen Gesamtgemengelage. Sonst versuchen wir tatsächlich diese studentische Perspektive so einzubinden, dass wir zum Beispiel Konzepte oder Lehrszenarien aus der Studierendensicht auch immer mit auf die Agenda einbringen. Das heißt, sowas wie über ein reines Online-Semester auch die Studierenden inhaltlich so bei der Stange zu halten, in Anführungszeichen, dass sie das Gefühl haben, tatsächlich auch immer Bestandteil zu sein, nicht verloren zu gehen oder Ähnliches. Ja, da kann ich auch ergänzen, dass viele bei uns an den Hochschulen in ihrem eigenen Teams ja Studenten auch, also studentische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Und dass diese Perspektive ja durch das Mitglied in dem Netzwerk dann in das Netzwerk kommt. Ja, und es gibt ja auch die Studierendenbefragung. Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir eine gute Studierendenperspektive im Netzwerk vertreten haben. Und unsere Kollegin Kerstin von der EHB schreibt, dass BHDL arbeitet aus meiner Sicht sehr studierendenorientiert. Vielen Dank für diesen sehr wertvollen Hinweis, Kerstin. Herr Theis, damit haben wir Ihre Frage beantwortet. Das freut mich.
So, wir haben exakt 16.05 Uhr. Ich sage ja, Zeitmanagement ist wirklich unsere Stärke. 1A, das ist großartig. Martina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass wir dieses Interview führen konnten. Ich danke auch an dieser Stelle unseren Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk auch mit bei der Vorbereitung und hier jetzt beim Dabeisein bei diesem Termin. Und natürlich dem HFD, dass wir die Möglichkeit hatten, uns hier vorzustellen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank an die tolle Moderation und an das tolle Interview. Und wir wünschen Ihnen noch viel Spaß bei den weiteren hochinteressanten Beiträgen jetzt anlässlich des University Future Festivals.